Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ihr fragt euch vielleicht, warum wir momentan in irgendwelchen Höhlen rumlaufen. Es liegt ganz einfach daran, dass ich die Mission mit dem Geist gerade nochmal probiert habe, bei der wir in der letzten Mission plötzlich Stillstand hatten, durch irgendeinen Fehler. Und da war er nicht da und ich bin einfach mal in den Brunnen gesprungen und da ist all das hier, was ihr momentan seht, zu finden gewesen. Und das Problem ist ganz einfach, dass ich dann wieder hochgegangen bin, auch alles so in der Aufnahme drin, und es dann so ziemlich an der gleichen Stelle wieder gespackt hat. Jetzt versuche ich es ein letztes Mal und wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann leck mich am Arsch. Jedes Mal, wenn ich dieses Scheißbuch in die Hand nehme. Wenn ich hier nämlich ins Inventar gehe, funktioniert doch alles, oder? Ja. Dankeschön. Diesmal habe ich mich schneller durchgeklickt, damit der Fehler vielleicht nicht nochmal auftaucht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was das liegt. Es liegt ja nicht... Vielleicht liegt es auch an der Mission, keine Ahnung. Ich werde es gleich herausfinden. Probieren wir es nochmal. Also, wir haben unten auch noch einen Armreif gefunden. In den Brunnen. Gewässern. Und jetzt, ich weiß zum letzten Mal noch, dass hier das Tagebuch ist. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Hoffe ich doch. Jetzt würde ich es auch gerne mal lesen. Verwende den Filter Nützliches. Wähle das Dokument aus, das du lesen möchtest. Drücke A, um Bücher und Dokumente zu öffnen. Jennifers Brief. Verzeih mir, dass ich mit einem Befinden, Erkundigung oder Nachwesen letzten Jahr gegangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Wiesima und schon dann fahrt nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten. Weder ungeduldig noch sonst wie. Deine liebe Freundin, Jennifer. PS, ich habe das Einhorn noch. Ah, okay. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke, um den Trank auf dem ersten Platz zu aktivieren oder um den Trank auf dem zweiten Platz zu aktivieren. Welchen Trank denn? Nachricht eines Mannes, dessen Bruder vermisst wird. Ist hier in den Schwarzen gezogen, ich habe anders, blablabla. Na, der Brücke, dort habe ich mein Lager angeschlagen. Das ist es doch. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Ärger. Aber vielleicht kann jemand einem Vater in Not helfen. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster, blablabla. Und was ist jetzt der ach so ominöse tolle Brief? Questgegenstände. Ach so, hier. Verliebtes Tagebuch. Es ist passiert. Volker hat im Gerichtshof von Wiesima Beschwerde über alle Missstände gegen Lebensherrn eingerichtet. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde, wie der Herr Johann tötete, als der sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wie er betrunken uns in den Felder zertrampelt und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Bla 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 bla. Der erste Tag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf. Doch mir bla. Es interessiert mich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich lese solche Riesentexte garantiert nicht durch. Da unterscheide ich mich dann zu jedem anderen Spieler. Nein, nicht zu jedem anderen Spieler, aber viele Let's Player werden das wahrscheinlich lesen. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe keine Lust dazu. Auch wenn wichtige Informationen vielleicht drinstecken mögen. Nur im absoluten Notfall. Okay, das heißt, wir schauen uns mal hier noch ein bisschen um. Hier hat es nichts Besonderes, aber hier kann ich ein bisschen was mitnehmen. Leere Flasche, Hundetalg, Servierplatte. Egal, ich räume mir alles weg. Puppe. Kann vielleicht Geld bringen, alles. Und da es niemandem gehört, soll es mich nicht stören. Und auch niemand anderen. Na. Oh. Details sind ja ganz nett. Aber dagegen laufen nicht. So, ein Haus haben wir doch noch. Na. Lass uns mal schauen. Bärenfett, Hundetalg, altes Ziegenfell. Boah, welchen Schrott ich hier gerade einsammle. Ah, das ist schon besser. So, lass mal sehen. Hier ist sonst nichts mehr. Das ist nicht gut. Und unten drin war ich ja schon.
Dann komme ich zu einem anderen Zeitpunkt wieder. Beziehungsweise ich gehe da vorne und gehe ein bisschen meditieren. Wetten, in dem Tagebuch steht drin, um wie viel Uhr der Geist kommt. Ich könnte es mir echt vorstellen. Beim letzten Mal waren wir irgendwann abends da. Aktuelle Zeit 10:50, einstellen auf, sagen wir mal, 16. Ja, da ist er doch schon. Wunderbar. Magische Falle. Quen, Schutzschild. Ja. So, magische Falle. Und jetzt komm her. Was hat sie hier zu suchen? So, komm her. Komm her, komm her, komm her. Zack, zack. Sie ist geflohen. Aber morgen kommt sie wieder. Etwas hält sie hier. Lies den Eintrag über Mittagserscheinungen im Bestiarium. Und wo ist das Bestiarium? Das sind alles solche Dinge. Wie soll ich das bitte schön herausfinden? So ein bisschen mehr Hilfe wäre nett. Oder ich stelle mich richtig dämlich an. Ich weiß es ja nicht. Ich werde jetzt das allererste, was ich mache, ich meditiere einfach nochmal einen Tag. Und dann haue ich das Ding einfach mal weg. Meditation. So, einmal kompletten Tag meditieren. Ich höre doch was. Oder täusche ich mich? Ja, da haben wir ihn doch schon wieder. Ich gehe auf die dämliche Art und Weise ran. Ah, shit. Ich bin mit der Steuerung so gar nicht vertraut. Oh, 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 oh. So, jetzt komm her. Sie ist geflohen. Aber morgen kommt sie wieder. Etwas hält sie hier. Okay, ich muss also raus hinten gehen. Wie, oder warum, warum sie da ist. Alter, ich hasse solche komplizierten Scheiße. Es wäre nett, wenn es mir irgendwie oben an der Minikarte markiert werden würde. Das wäre super nett. Ganz ehrlich, ich kann nur weil ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich mache. Zu viel Input. Blöds auch klingt. Okay, ich bin am verlassenen Dorf momentan. Auftrag Teufel beim Brunnen. So, ich hab keine Informationen. Hier ist eine verfügbare Quest, hier ist eine verfügbare Quest. Aber nur weil da verfügbare Quests sind, heißt es ja nicht, dass es da weitergeht oder geht's da weiter. Sorry Leute, wenn ich mich richtig dämlich anstelle, aber ich habe echt keine Ahnung. Jede Quest hier, und wir sind noch komplett am Anfang, übersteigt absolut das, was ich blicke. Okay. Nebenquest. Hier. Auf dem Sterbebett? Nee, im Kampf gefallen. Auch nicht. Teufel beim Brunnen, genau. Lies den Eintrag über Mittagserscheinungen im Bestiarium. Das soll theoretisch markiert sein. Es soll markiert sein. Es ist nur nicht markiert. Quest wechseln. Ja, ich meine, was soll ich machen? Da ist empfohlen Stufe 3, das bin ich noch nicht. Schließen den Greifenauftrag ab. Auftrag beim Brunnen. Auf dem Sterbebett. Im Kampf gefallen. Mache ich damit weiter? Mache ich nicht damit weiter, ist die Frage. Es wird halt nichts markiert, gar nichts. Wartet mal, Leute. Glossar. Bestiarium. Ach so, das hier ist Bestiarium. Wölfe. Okay. Bestiarium schließen. Ah.
Ich hab's kapiert. Geister. Mittagserscheinung. Aber woher soll ich denn das bitte schön wissen, Leute? Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um ihre Mittagserscheinung aus dem Weg zu gehen. Das bedeutet, die kommt immer mittags. Wirksam im Kampf. Mondstaub, Geisteröl, Jaden, das Zeichen. Okay. An besonders heißen Sommertagen wird die Sonne ihren Zenit erreicht. Tauchen bisweilen Erscheinungen auf. Woher soll ich wissen, dass da das Bestiarium ist? Woher soll ich das wissen? Das ist nicht durch Zufall gerade entdeckt. Woher soll ich das wissen? Naja, die sonnenverbrannten Frauen in langen weißen Gewändern ähnlich sein sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen. Die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung in dieser Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diesen Gegenstand nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Okay, wir sind jetzt auf einer anderen... Ich drück immer Back. Alter, in jedem Spiel ist es anders. Inventar haben wir doch was dabei, aber erstmal wieder... Nein. Ich muss zu Quests. Erstmal wieder die Quest ändern. Ich weiß, Leute, jetzt am Anfang ist es halt echt nervig, muss ich sagen. Teufel beim Brunnen. Okay, so, jetzt Inventar. Da haben wir doch vorhin was gefunden, ne? Questgegenstände, und zwar das hier. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. So, was mache ich damit? Okay, ich muss das wahrscheinlich durchlesen, um zu wissen, was ich damit machen muss. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt, unsere Verpflichtungen und Hang gegenüber. Bla bla bla. Der erste Tag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf, doch mir erscheint es. Diebe für mehr Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt. Ah, der Schlüpfste, das ich je gesehen habe. Mutter sagt, es sei natürlich so viel für Schmuck auszugeben, wenn wir keinen Flug und keine Hacken haben und das im Armband zum Kaufmann zurückbringen sollen. Nur über meine Leiche. Ich werde es niemals ablehnen. Immer wird es mich an Volk erinnern und daran, wie glücklich ich in dem Tag war. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun werden wir sehen, so oder so. Ich denke nicht daran, diesen Ort zu verlassen. Okay, aber sie will es doch gar nicht zurückgeben. Sie will es ja behalten, aber sie hat es ja verloren. Ich würde sie ja gerne zurückgeben, aber wie mache ich das? Das ist jetzt die Frage. Erklär mir mal jemand, wie ich das mache. Habe ich doch vorhin schon. Oder habe ich... Ist was Neues da? Ah, da ist was Neues. Schau mal einen an. Blutspuren. Fast verblichen. Aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Da war ich doch schon. Leiche hängt am Ziehseil. Oh. Da bin ich vorhin einfach runtergejumpt. Die Frau, der das Tagebuch gehört. Das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss noch mal nachsehen. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Okay. Alter, die... Okay, ich muss sagen, die Quests sind komplizierter als in anderen Spielen. Ich muss Geisterblut herstellen. Tränke trinken. Muss ich nicht. Ist schon alles eingestellt. Ja, ich brauche nur das hier. Verbrenn mal drauf los. Das Armband. Igni. Okay, jetzt wird sie auftauchen.
Hübsch. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Glaube ich auch. Oh, nein, 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 das ist die falsche Taste. Das ist die richtige. Jetzt verschwinde dieses Mal nicht wieder, okay? Oh, shit, ich wurde geblendet. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Hinter mir. Da. Oh, oh, sie hat sich dupliziert. Das ist unangenehm. Okay, wo ist sie jetzt? Da. Sie ist fort. Für immer. Ah, okay, ich hab sie besiegt. Oh, yeah, yeah. Nimm eine Trophäe von der Mittagserscheinung. Aufnehmen. Okay, her damit. Kehre zu Odolan zurück, um deine Belohnung zu holen. Ich habe doch gar nicht groß was mit ihm ausgemacht. Egal. Passt schon. Ah, ich muss mir auch noch eine Schwerter gewinnen. Und ich weiß leider nicht mehr genau, welches ich für wen brauche. Imposant, imposant, ganz imposant. Sieht toll aus. Sieht ganz, ganz toll aus. Wirklich. Okay, wir sind da. Einmal absetzen. Wo ist er denn? Da. Odolan. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Ja, behalt das Geld für deine Tochter. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Als Glücksspiel. Ein Amethyst. Okay. Erledigt. Draußen stürmt's. Und windet's. Dann meditieren wir mal ein bisschen. Für den nächsten Morgen. 7 Uhr. Bei dem zu Hause. Ich brauche kein Geld, aber Übernachtungsmöglichkeit. So, schauen wir mal. Immer noch windig. Boah, sieht das geil aus, ganz ehrlich. Okay. Verwende deinen Hexensinn, um den Jäger zu finden. Finde den Teil der Hexensinn etwas kreuzt am Grunde des Flusses. So, jetzt wird es mir auch angezeigt. Beweg dich! Das wurde mir gestern auch nicht angezeigt. Wie weit ist es noch? Nicht mehr weit. Also muss ich da ins Wasser. Sieht Hammer aus. Ah, ich stiefel ins Wasser. Und ab geht's. Okay. Jetzt muss ich nur noch dieses Kreuzdorn finden. Ah, Quest aktualisiert. Hab's gefunden. Ne? Ab geht's nach oben.
aufsitzen. Wow. Schick, schick, schick. Hoppala, auf geht's im Galopp. Aber da wird's nicht hochgehen. Mhm, stimmt. Das ist richtig. Alter. Schneller. Komm jetzt. Okay. Los, los. Ich soll den Jäger theoretisch finden, ne? Das Problem ist, wenn ich den finde, das ist ja bei der Mission hier, oder bei der Quest. Stufe 3, ich bin noch Stufe 1, als ob. Flieder und Stachelbeeren, schließe den Greifenauftrag ab. Würde ich ja gerne. Aber da wird mir gar nichts angezeigt. Ich weiß nicht, wo ich hingehen kann. Okay, also es wird nichts. Dann im Kampf gefallen und auf dem Sterbebett. Da würde ich doch gerne helfen. Wird mir halt auch nichts angezeigt, wo ich das finde. Ah, sowas Dämliches aber auch. Komm schon! Bereite eine Portion des Tranks Schwabe zu. Das ist schon klar. Langsam, langsam. Nur ich weiß nicht, wo ich das finde. Komm schon! Die jeweiligen Kräuter. Die ich brauche. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Die nehme ich mit, aber. Hilft's mir was? Ja. Schön, dass man mich beleidigen muss. Das finde ich immer toll. Nein, das ist nicht die Karte. Hier ist die Karte. Da hat's eine weitere Quest. Da hat's eine. Da ist der Kräuterkundler. Wie kann ich mir da nochmal ein... Ach. Navigationspunkt platzieren. Ist hier. Beim Kräuterkundler könnte ich doch Kräuter kriegen. Für Schwalbe. Für den Trank. Gehe ich zumindest momentan von aus. Der dürfte doch sowas haben, oder? Täusche ich mich da so schwer? So, einmal absitzen. Achso, beim Kräuterkundler. Achso, da war auch die Person. Ich kann das von ihr doch kaufen, oder? Ja. Und ich kann die Fragen nach der Person namens Claire. Hast du Kräuter im Angebot? Erzählst du mir eine Geschichte? Nee, hast du Kräuter im Angebot? Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Boah, was brauche ich nochmal? Boah, ich würde es... Ich muss sie gleich nochmal ansprechen. Leb wohl. Ich muss nachschauen, was ich brauche. Auf dem Sterbebett. Schwalbe geht über Alchemie. Und dafür brauche ich Zwergenschnaps, Schöllkraut und ertrunkenen Hirne. Vor allen Dingen Schöllkraut dürfte die doch wahrscheinlich haben, oder? Beschleunigt die Regeneration der Vitalität. Wenn Schaden erlitten wird, setzt die Regeneration der Vitalität 2 Sekunden aus. Okay, ertrunkenen Hirn. Ach so, Schwalbe ist das Teil. Zutaten fehlen halt. Zwergenschnaps, Schildkraut, ertrunkenen Hirn. Zwergenschnaps, Schildkraut, ertrunkenen Hirn. Soll ich mir das merken kann? Ich bin da so schlecht drin. Ertrunkenen Hirn. Schildkraut, Zwergenschnaps. Gas hier. Schöllkraut. Boah. Ey. Ich verarscht mich doch. Ich muss hier jedes Teil durchgehen, oder wie? Schöllkraut. Als ob ich das finde. Selbst wenn sie es hat. Das ist alles viel zu kompliziert gemacht für mich. Ganz ehrlich. Ich weiß gerne, was ich in Spielen zu tun habe.
Pusteblume, Mondscherben, fünfte Essenz, Blütenblätter. Das ist alles nicht, was ich brauche. Bärenfell, Manuskriptseite. Alter, die hat das nicht. Schwefel, Phosphor. Wir wechseln mal vom einen zum anderen. Alkoholfässer, Hundetalk. Das habe ich selber. Das ist alles Zeug, womit ich nichts anfangen kann. Das wäre doch so passend gewesen, dass sie es dann halt auch hat. Damit ich so eine Nebenquest dann noch machen kann. Schildkraut, das brauche ich doch. 5 Stück von. Nein, 4. 3 habe ich doch schon. Wo sieht man denn, wie viel Geld ich habe? Steht das da oben rechts daneben? So, ich muss jetzt erstmal wieder raus. Das frage ich sie gleich noch. Leb wohl. Alter, mein Hirn. Schwalbe, so. Zwergenschnaps und ertrunkenen Hirn. Das hat sie beides nicht. Ich werde aber nochmal kurz nachschauen. Zwergenschnaps, ja? Und ertrunkenen Hirn. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Ich stelle mich dem nicht an, ich weiß, aber. Alter, ey. Kein Hirn, kein Schnaps. Nee. Hat sie beides nicht. Das da unten ist kein Zwergenschnaps, oder? Nee. Das ist was ganz anderes. Oh je, mein Name ist Hirn. Und was passiert, wenn ich da auf Alchemie gehe? Welche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Wenn ich hier rausgehe und auf Alchemie. Ah, da kann ich dann noch direkt nachschauen. Das macht's einfacher. Okay, hat sie nicht. Zutaten fehlen, Zutaten fehlen, Zutaten fehlen. Ist schön. Wo ich den ertrunkenen Hirn finde, habe ich noch keine Ahnung. Und Zwergenschnaps Alchemie-Zutat. Das heißt, ein Alchemie-Zutat. Kennst du eine Frau namens Claire? Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit. Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Oh, sie hat mir Zeug gegeben. Und Kronen auch noch. Salpeter viermal. Berberrohrfrucht. Nieswurzen. Da geht's doch gar nicht so schlecht. Läuft gemütlich durch die Gegend. Ah, je. Hat er nicht hier irgendwelches Zeug noch? Ich will ja eigentlich nichts klauen. Eigentlich. Ich meine, wenn sie es vielleicht da hat. Nee, sieht nicht so aus. Hatte ich ja beim letzten Mal schon nachgeschaut. Hier auch nicht. Boah, ey. Fuck it off. Ich glaube, dieses Let's Play wird 3480 Folgen beinhalten. Und Glossar. Handwerk. Ne, da nicht. Das Stadium. Das sind die Bestien halt drin. Tutorial, Alchemie-Zutaten. Plünder die Leichen oder Ritter, aber deine Gegner, um Zutaten zu erhalten, die du beim Herstellen von Senken, Bomben und Ölen benötigst. Halt auch schon nach Kräutern und Pilzen finden, die Chemieverbindung.
Die Leichen oder Kadaver, besonders gefährliche Gegner, enthalten manchmal seltene Mutagene. Du kannst sie benutzen, um Fertigkeiten zu verbessern oder besondere Mutagen-Absolute herzustellen. Ich werde allein 20 Stunden brauchen, um das Spiel reinzukommen. Alter, fuck it off. Unfassbar. Ich bin echt überfragt bei dem Ding hier. Okay, jetzt stellt sich natürlich die Frage. Die Frage, womit mache ich weiter? Quests sind hier. Da ist empfohlene Stufe 3. Das bin ich nicht. Das hier, Frieder, und schließe den Greifenauftrag ab. Wie soll ich das machen? Da muss ich ja erstmal in den Hexersinne, um Jäger zu finden. Also kann ich das nicht machen. Dann auf dem Sterbebett geht nicht. Im Kampf gefallen findet Dürnwalder. Es zeigt sich, dass Gerard nicht der Einzige war, der in Weißgern nach einer geliebten Person suchte. Er stieß auf den Nachricht des Bauern, der auf der Suche nach seinem Bruder war. Dieser hatte zu den Waffen gegen Griffgard gezogen. Die Streitkräfte des Nordens waren aufeinander gestoßen und es war zu einer gewaltigen Schlacht gekommen. Seither hatte der Bauer nichts mehr von seinem Bruder gehört. Okay, und das haben wir abgeschlossen und ich habe bisher... Oh, ich weiß nicht. Da oben, das ist halt empfohlene Stufe 2. Warum 2? Okay. Machen wir das hier. Komm, Pferdchen. Es steht da hinten. Dämliches Pferd. Ist auch so ein Genie. Laufplätze. Okay, gehen wir dann den guten Mann mal suchen. Einmal außen herum. Mitten über die Äcker von den Leuten. Mach langsam. Oh, ich komme da nicht drüber. Beweg dich. Alter! Laufplätze! Dem Pferd bringe ich noch ein bisschen was bei. Uiuiui, wo muss ich denn hin? Viel weiter als ich gedacht hätte. Nach da unten, zerstörtes Dorf. Okay, ich muss zum Schnellreisekreuz. Kann ich doch einfach auch zu dem hier. Und dann mich darüber schnell reisen lassen. Heya! Oh, und ab geht's. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Ja, ich verstehe. Zerstörtes Dorf. Ey, bisher finde ich das Spiel echt super kompliziert. Na, ich geht's wahrscheinlich anders. Ich muss mich in solche Spiele extrem reinarbeiten, muss ich sagen. Hundepetersilie, egal, alles was man irgendwie aufsammeln kann, kann hilfreich werden. Aber dass ich bei der Chemistentussi da das nicht gefunden habe. Oh, hallo? Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Mit dem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Hast du das Schlachtfeld schon angesehen? Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden, dann bezahle ich dich.
Ja, ich helfe ihm. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastien da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Okay, alles klar. Pferdchen, da haben wir's. Hat sich mal wieder ein bisschen versteckt. Na komm her, komm her, komm her, Plötze. Los, los. Und ab. Der ist schnell. Ich bin schneller. Oh. Das wird auch Angst vor allem. Muss ich mal geben, das ist alles hier noch Tutorial-Gebiet. Also wirklich das Anfangsgebiet. Okay, wir sind ein bisschen früher da als er. Kann man hier schon irgendwas rausfinden? Ne, hier ist jetzt noch nichts. Dann warten wir mal auf ihn. Da kommt er auch schon. Alles relativ realistisch gehalten. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Hi. Könntest du aufhören an mir vor... Was soll der Scheiß? So, jetzt du aber. Du bist hier. Gut. Bastien, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastien bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastien. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Ziele werden dir manchmal als Gebiet angezeigt, wenn die genaue Position unbekannt ist. Begib dich ins markierte Gebiet. Ja, such mit Hilfe deiner Hexersinne nach temerischen Schilden mit aufgemalten kleinen weißen Blumen. Und vor allen Dingen hätte ich gerne Igni. Sehr schön. Anscheinend haben die Angst vor Feuer. Die Leichenfresser. So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Hey. Hier ging's rund. So. Stumpfes Beil. Gib her. Alles, was man brauchen kann, irgendwie. Noch ein stumpfes. Naja, okay, ich will jetzt nicht überall stumpfe Beile einsammeln. Oh. Zack. 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 Komm her. Ich hoffe nur, dass er nicht abstirbt. Ja, die haben ein Problem mit Feuer. Eindeutig. Noch mehr stumpfes Beil. Ja, 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 Köter. Ist ja gut, um Gottes Willen, hör doch auf. Giftextrakt und Hohlblut. Das war doch mal was Wertvolleres. Wertvoller in Anführungsstrichen. Noch ein stumpfes Beil, so klar. Okay. Das sind Geräusche. Okay. Ja, ja, ja. Ah, da links. Wenn du Spuren findest, näher dich ihnen und drücke A, um sie zu untersuchen. Ja, das sind wir schon längstens durch. Der Köter nervt. Na los, Husa. Kannst du Bastien wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Okay. Lass mal ein bisschen abseits. Ah, da. Schau mal einen an. Haben wir gleich zwei Sachen. Wasserflasche. Ja, damit. Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Das ist. Na los, der zweite Nachbarssohn. Okay. Ist ja auch ein kleines Dorf. Immer noch nichts. Aber die gleiche Art und Weise, was zu sagen. Nochmal.
ein bisschen lame. Da. Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Immer noch nichts. Alter, verarschst du mich? Der Köter ist auch zu gar nichts gut. So, hier sind ganz viele Leute. Ich schaue trotzdem zur Sicherheit noch auf der anderen Seite. Ne, ist nur ein Pferd. Boah, ey. Der macht es einem echt nicht einfach. Und jetzt wird es langsam eng hier. Da haben wir doch noch mal was. Das ist er doch, oder? Uff, die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Ich... Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt das im Feuer. Er hat ihn! Husar hat seine Werte! Komm! Okay. Der letzte, den ich gefunden habe, der war's. Naja, klar. Wetten, der ist irgendwo noch lebendig und verwundet. In der Hütte. Hier zum Beispiel. Aber das ist noch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Idiot! Aufhören! Du bringst mich um! Meine Rippen, das Lachen schmerzt! Oh je, die Armen. Du hast einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden? Dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Liesje. Nein, der Schwarze bleibt hier. Wenn er nicht wäre, wäre Bastian tot. Genauso sieht's aus. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja, er könnte Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Das hat doch jetzt gut geklappt. Erhalten Erfahrungspunkte 25. Quest abgeschlossen. Drücke zweimal, um dein Pferd zu dir kommen zu lassen. Steht sogar unten rechts. Und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!